In diesem Video geht es um das Skalarprodukt und die Hauptanwendung des Skalarprodukts ist in der Bestimmung von Winkeln, insbesondere um zu prüfen, ob Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Es gibt verschiedene Arten, das Skalarprodukt einzuführen. Wir fangen an der Stelle so an, dass wir erstmal definieren, wie das berechnet wird und uns danach überlegen, was es eigentlich bedeutet. Wichtige Sache beim Skalarprodukt ist, dass es eine Abbildung ist, die zwei Vektoren nimmt, in dem Falle zwei Vektoren aus dem R hoch n, also n-dimensionale Vektoren, und dann bildet das Skalarprodukt daraus eine reelle Zahl. Das heißt, das ist eine Abbildung, die bildet ab von R hoch n mit R hoch n, also zwei Vektoren, und bildet nach R ab. Und liefert daraus dann eben eine reelle Zahl. Das heißt, zwei Vektoren kommen rein und eine reelle Zahl kommt raus. Das ist was anderes und zu unterscheiden von der Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar. Da wird einfach ein Skalar genommen, mit dem Vektor multipliziert. Das läuft komponentenweise und das Ergebnis ist ein Vektor. Das ist was anderes. Also hier geht es um Skalarprodukt, das sogenannte Skalarprodukt. Gut, wie ist das definiert? Es ist relativ einfach. Wir haben zwei Vektoren, a und b, jeweils mit den Komponenten a1 bis an und b1 bis bn. Und wenn ich die multiplizieren möchte als Skalarprodukt, dann benutzt man hier so einen Punkt. Und das funktioniert einfach so, dass man die erste Komponente des einen Vektors mit der ersten Komponente des zweiten Vektors multipliziert und so weiter. Also a1 mal b1, a2 mit b2 bis hinter an bis bn. Und all das, was rauskommt, wird aufaddiert. Und das Ergebnis ist dann eine reelle Zahl, weil jeder einzelne Eintrag ist natürlich eine reelle Zahl und die Summe davon ist dann auch wieder eine reelle Zahl. Gucken wir uns das Ganze einmal an einem Beispiel an. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Vektor minus 1, 2 und 5 und möchten den multiplizieren mit dem Vektor 3, 1, 0. Was passiert? Wir berechnen zuerst minus 1 mal 3. Minus 1 mal 3 ist minus 3. Dann berechnen wir 2 mal 1. 2 mal 1 ist 2, also plus 2. Wichtig, das Vorzeichen mal mit beachten. Und danach 5 mal 0 ist 0, also plus 0. Plus 0. Und das Ergebnis ist dann minus 1. Und das ist das Skalarprodukt. Bis jetzt ist das einfach eine Definition, wie man zwei Vektoren miteinander multiplizieren kann, um eine reelle Zahl rauszubekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat das Ganze eine geometrische Bedeutung? Bedeutet das irgendwas? Und das tut es tatsächlich und das ist auch sehr hilfreich. Und das gucken wir einmal an. Und wir fangen damit einmal an, indem wir das Skalarprodukt mit Einheitsvektoren betrachten. Also wir stellen uns vor, wir haben so einen Vektor a, das ist jetzt der grüne Vektor, mit den Komponenten ax und ay. Und wir haben hier den Einheitsvektor ex. Der hat also Länge 1, zeigt in die x-Richtung. Länge 1, ist also der Vektor 1, 0. Und gucken jetzt, was passiert, wenn wir die Skalar multiplizieren. Also wir bestimmen das Skalarprodukt von dem Vektor a mit dem Einheitsvektor ex. Dann ist das dieses Produkt hier. Das ist also ay mal 1, 0. 1, 0 ist der Einheitsvektor in x-Richtung, der hier. Und wir rechnen, das ist ax mal 1 plus ay mal 0. Und das ist genau ax. Das heißt, wir stellen fest, dass wenn wir das Skalarprodukt bestimmen von einem beliebigen Vektor mit dem ersten Einheitsvektor, bekommen wir die Projektion auf die x-Achse. Das heißt, wir bekommen einfach den Wert raus in x-Richtung, den dieser Vektor lang ist. Also wenn wir diesen Vektor hier nehmen würden, hier runter projizieren würden, die Spitze, so wie durch diese blaue Linie angedeutet, dann ist diese Länge hier, das ist ja ax und das ist das, was uns das Skalarprodukt liefert. Also genau diese Länge hier, ax. Gucken wir das Ganze nochmal mit dem anderen Einheitsvektor an, mit ey. Also wenn wir den Einheitsvektor in diese Richtung angucken, wir haben wieder den gleichen Ausgangsvektor a mit den Komponenten ax und ay und multiplizieren jetzt mit ey. Das ist hier abgebildet. Wir haben also ax, ay mit 0, 1 multipliziert. Das ist der hier.
Das ist ax mal 0 plus ay mal 1 und das ist ay. Und das, was wir jetzt bekommen, ist wieder eine Projektion. Das heißt, wenn wir den Vektor hier auf die y-Achse jetzt projizieren, also in die gleiche Richtung wie der Vektor ey zeigt, dann bekommen wir den Anteil, der hier in diese Richtung zeigt. Das heißt, die Idee bei diesem Skalarprodukt ist, dass wir irgendwie den einen Vektor auf die Gerade projizieren, die durch den anderen Vektor führt. Und das ist symmetrisch tatsächlich, wie wir gleich sehen werden. Gucken wir jetzt an, was passiert, wenn wir noch Faktoren einführen. Wenn wir also mit einem Vielfachen eines Einheitsvektors multiplizieren, dann ändert sich die Richtung des Vektors ja nicht, aber die Länge des Vektors. Also hier, das hier ist der Vektor 2ey, der ist also doppelt so lang, der ist 2 lang. Und wir gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt unser a mit diesem Vektor multiplizieren. Ich habe jetzt an der Stelle ein anderes a gewählt, damit das hier schöner hinpasst. Idee wäre wieder, wir haben diesen Vektor, wir projizieren auf die Gerade, die durch unseren zweiten Vektor führt, also auf diese hier, projizieren da drauf und gucken, welcher Anteil ist das. Dann ist das hier der Wert ay, also der Wert von da nach da ist der Wert ay. Wenn wir das Ganze jetzt aber ausführen, kommt raus, ausrechnen des Skalarprodukts, das heißt, wir multiplizieren den Vektor ax, ay mit 0, 2, kommt raus ax mal 0 plus ay mal 2, also 2 mal ay. Das heißt, das Ergebnis ist das Doppelte, das ist dieser Wert hier. Das heißt, wenn die Vektoren, auf die wir projizieren und mit denen wir multiplizieren, wenn das nicht ein Vektor der Länge 1 ist, dann müssen wir immer noch mit der Länge des Vektors multiplizieren. Das machen wir natürlich bei Länge des Vektors 1 genauso. Das ist also nicht wirklich ein Sonderfall. Aber wenn ich mit 1 multipliziere, ändert sich natürlich nichts. Das heißt, was wir noch berücksichtigen müssen bei unserer Idee, ist, dass wir noch multiplizieren müssen mit der Länge des zweiten Vektors. Also fassen wir die Ideen so ein bisschen zusammen, die wir bis jetzt hatten. Wir haben festgestellt, dieses Skalarprodukt führt dazu, dass ich den einen Vektor auf den anderen projiziere und ich aber zusätzlich noch mit der Länge des zweiten Vektors multiplizieren muss. Und um das Ganze jetzt ein bisschen allgemeiner angucken zu können, und auch eine wichtige Eigenschaft des Skalarprodukts ableiten zu können, dafür brauchen wir einmal die Winkelfunktionen Sinus und Cosinus. Im Wesentlichen brauchen wir den Cosinus, aber wo wir dabei sind, machen wir den Sinus gleich mit. Wir werden diesen Sinus und Cosinus später nochmal genauer kennenlernen. Aber wir brauchen einmal die Definition. Vielleicht erinnern Sie sich noch aus Ihrer Schulzeit daran, vielleicht aber nicht. Und angenommen, wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, so wie das hier mit den Seiten A, B und C. Dann ist hier ein rechter Winkel. Das hier ist die längste Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Und diese Seite C heißt Hypotenuse. Also die ist immer dann Hypotenuse, wenn sie dem rechten Winkel gegenüber liegt und damit die längste Seite ist. Und wenn wir jetzt einen Winkel Alpha haben, dann gibt es eine Kathete, die an diesem Winkel liegt. Das ist in dem Falle diese hier. Diese Seite nennt sich dann Ankathete. Und es gibt eine Kathete, die gegenüber liegt. Das ist die hier. Und die heißt dann Gegenkathete in Bezug auf diesen Winkel. Immer in Bezug auf so einen Winkel. Und dann definiert man, dass Sinus Alpha das Verhältnis ist von der Gegenkathete zur Hypotenuse. Und entsprechend Cosinus Alpha ist das Verhältnis der Ankathete zur Hypotenuse, also in dem Falle a durch c. Wenn wir jetzt c fixiert haben und so einen Winkel Alpha haben, dann ist diese Seite hier, indem wir das einfach umstellen, wenn wir das hier einfach umstellen, zum Beispiel nach a, dann ist diese Seite hier c mal Cosinus Alpha lang. Und diese Seite hier ist c mal Sinus Alpha lang. Einfach durch Auflösen der Gleichung nach a bzw. b und dann einsetzen. Dann ist das ja also c mal Cosinus Alpha und das ist c mal Sinus Alpha. Und das ist auch das Einzige, was wir jetzt an der Stelle gleich brauchen werden. Gucken wir jetzt einmal das Skalarprodukt im Allgemeinen an, mit diesem Wissen zu den Winkelfunktionen. Also wir haben einen Vektor a, das ist der hier, und wir haben einen Vektor b, das ist dieser hier. Und wir überlegen jetzt, was passiert, wenn ich a und b multipliziere.
als Skalarprodukt, also dieses Skalarprodukt a mal b. Den Satz werden wir gleich nochmal genauer angucken. Erste Sache, angenommen, ich habe so einen Vektor a und ich projiziere den jetzt auf den Vektor b, so wie wir das eben bei den Einheitsvektoren auch hatten. Projiziere ich also diese Spitze hier runter auf die Gerade, die hier durchführt. Also es könnte ja sein, dass der Vektor b zu kurz ist, dann wird das trotzdem hier natürlich landen. Also es geht immer darum, auf die Gerade zu projizieren, die durch diesen zweiten Vektor führt. Dann entsteht ein rechtwinkliges Dreieck, das ist das hier. Hier ist der rechte Winkel, das ist die längste Seite, das ist die Hypotenuse. Das hier ist der Winkel zwischen den beiden Vektoren a und b. Und dann ist dieses Stück hier so lang, wie a lang ist, das ist nämlich die Länge der Hypotenuse, also Betrag von a, mal Cosinus Alpha. Also diese Strecke hier ist, mit dem Wissen über den Cosinus, a mal Cosinus Alpha. Jetzt passiert aber noch mehr. Das hier ist a mal Cosinus Alpha, das Skalarprodukt, behauptet jetzt dieser Satz hier, ist aber nichts anderes als a mal Cosinus Alpha mal der Länge von b. Und das ist das, was wir eben bei den Einheitsvektoren auch schon gesehen haben. Da kann man es direkt ablesen. Wir müssen auf der einen Seite den einen Vektor auf den anderen projizieren. Dann haben wir eine Länge, die rauskommt, a mal Cosinus Alpha. Und dann müssen wir das Ganze noch multiplizieren mit der Länge des Vektors, auf den wir projiziert haben. Also mit der Länge von b. Das heißt, es gilt, dass das Skalarprodukt von a und b nichts anderes ist als Länge von a mal Länge von b mal dem Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Und das ist eine ganz spannende Beziehung. Die haben wir jetzt an der Stelle nicht formal bewiesen. In den Unterlagen ist es nochmal formal hergeleitet für den zweidimensionalen Fall, warum das so ist. Wir haben das nur anhand der Einheitsvektoren so ein bisschen plausibel gemacht und die Grundidee klar gemacht. Aber das ist natürlich eine sehr praktische Beziehung, weil mit Hilfe dieser Beziehung wird es hinterher möglich sein, den Winkel zwischen zwei beliebigen Vektoren zu bestimmen. Weil wir können dann das Skalarprodukt von den zwei Vektoren einfach mit unserer Regel, dass wir komponentenweise multiplizieren und das Ganze dann aufsummieren, direkt am Anfang aus der Definition nehmen. Dann haben wir a mal b bestimmt. Dann bestimmen wir die Länge von a und die Länge von b, was auch kein Problem ist. Und das Ergebnis, wissen wir dann, dass das der Cosinus des Winkels ist. Das heißt, wir brauchen die Umkehrfunktion des Cosinus. Die haben Sie auf dem Taschenrechner und haben Sie vielleicht auch schon benutzt. Also nochmal zusammengefasst. Die geometrische Interpretation dieses Skalarprodukts läuft so. Wir nehmen den einen Vektor, projizieren den auf den anderen, haben ein rechtwinkliges Dreieck. Den Anteil, der dann übrig bleibt, das ist der hier, das ist Länge des projizierten Vektors mal Cosinus des Winkels, den multiplizieren wir nochmal mit der Länge des Vektors, auf den wir projizieren. Und das ist das, was diese Formel sagt. An der Stelle denken Sie vielleicht völlig zu Recht, dass das sehr merkwürdig asymmetrisch ist. Wir projizieren den einen Vektor auf den anderen und tatsächlich ist es nicht asymmetrisch, weil wir aus der Definition wissen, von a mal b, dass a mal b kommutativ ist. Das heißt, das Skalarprodukt von a und b ist das gleiche wie das Skalarprodukt von b und a, weil die Multiplikation kommutativ ist. Funktioniert ja so, wir multiplizieren die einzelnen Komponenten, addieren die auf. Wenn ich die Multiplikation entsprechend andersrum mache, dann aufgrund der Kommutativität ändert sich da nichts. Das muss ich hier auch irgendwie bei der geometrischen Interpretation niederspiegeln. Und das ist auch tatsächlich so. Es spielt keine Rolle, ob wir den einen Winkel, also den Winkel a auf b projizieren oder den Winkel b auf a projizieren. Funktioniert genauso. Wir können auch bei der geometrischen Interpretation davon ausgehen, dass wir den Winkel b nehmen, den auf a projizieren, also auf die Gerade, die durch a läuft. Dann ist dieser Teil hier Länge von b mal Cosinus Alpha. Und das Ganze müssen wir dann noch multiplizieren mit der Länge von a. Kommen wir aber auch wieder auf a mal b mal Cosinus Alpha. Also das ist tatsächlich eine kommutative Operation, das Skalarprodukt. Gucken wir das Ganze jetzt nochmal in einem Beispiel an. Wir stellen uns vor, wir haben die Winkel, sagen wir mal 1, 2, minus 1. Und das soll der Winkel a sein. Und einen Winkel b, der soll sein 0,
minus 1, 3. Und wir fragen uns jetzt, was für einen Winkel schließen a und b ein? Und wir wissen aus dem Satz vorher, dass das Skalarprodukt von a und b, dass das nichts anderes ist als die Länge von a mal der Länge von b mal dem eingeschlossenen Winkel zwischen den beiden. Und wenn wir diese Gleichung einmal umstellen, dann wissen wir, dass daraus folgt, dass Cosinus Alpha nichts anderes ist als a mal b, Skalarprodukt von a und b, geteilt durch Länge von a mal der Länge von b. Gut, wenn wir es jetzt mal einsetzen, kommt raus, 1 mal 0 ist 0, 2 mal minus 1 ist minus 2, minus 1 mal 3 ist minus 3, geteilt durch, jetzt müssen wir die Länge von a bestimmen, die Länge von a ist 1 Quadrat ist 1, 2 Quadrat ist 4, minus 1 Quadrat ist auch 1, das ist also Wurzel aus 6, mal 0 Quadrat ist 0, minus 1 Quadrat ist 1, das 3 Quadrat ist 9, also Wurzel 10. Und das kann man einmal ausrechnen, das ist minus 5 durch Wurzel aus 60. Und jetzt könnte man an der Stelle mit dem Taschenrechner weitermachen, das einmal ausrechnen, die Umkehrfunktion des Cosinus benutzen und damit den Winkel bestimmen. Und das Ergebnis ist dann ein Winkel von ungefähr 130 Grad. Für diesen allgemeinen Fall gibt es einen sehr wichtigen Spezialfall und das ist der Spezialfall der sogenannten orthogonalen Vektoren, also Vektoren, die rechtwinklig aufeinander stehen, also senkrecht. Und da gilt die Beziehung, dass zwei Vektoren orthogonal oder senkrecht zueinander sind, genau dann, wenn das Skalarprodukt 0 ist. Das kann man ganz leicht einsehen. Wir wissen ja, das gilt, dass das Skalarprodukt von a und b, also a mal b, nichts anderes ist als Länge von a mal Länge von b mal Cosinus des Winkels, der eingeschlossen wird. Und wenn die senkrecht aufeinander stehen, ist der Winkel 90 Grad bzw. Pi halbe und Cosinus von Pi halbe ist 0. Das heißt, wenn Alpha gleich Pi halbe ist, oder auch 90 Grad, dann ist Cosinus Alpha 0 und dann ist natürlich der gesamte rechte Ausdruck 0 und dann muss auch das Skalarprodukt 0 sein. Das heißt, an der Stelle kann man mit Hilfe des Skalarprodukts, wenn man die Vektoren einfach multipliziert, direkt sehen, ob die orthogonal sind oder nicht. Gucken wir da zum Beispiel an. Also angenommen, wir haben einmal den Vektor, sagen wir mal den hier. Das ist der Vektor, ich schreibe das einmal hin, der geht 2 in x-Richtung und 1 in y-Richtung, also es ist 2, 1. Und jetzt versuche ich das einmal, nehmen wir einmal den hier. Das ist der Vektor, der geht minus 1 in x-Richtung und 2 in y-Richtung, also es ist minus 1, 2. Und wenn ich davon das Skalarprodukt bilde, dann habe ich minus 1, 2 mal 2, 1. Das ist minus 1 mal 2 ist minus 2. 2 mal 1 ist plus 2 und das ist 0. Und das ist genau das, was man erwarten würde, weil die sind ja senkrecht aufeinander. Also Vorgehen zum Bestimmen, ob zwei Winkel senkrecht aufeinander sind, einfach das Skalarprodukt nach der Definition komponentenweise bestimmen, so wie ich das hier gemacht habe, komponentenweise multiplizieren und aufaddieren. Und wenn das 0 ist, dann stehen sie senkrecht aufeinander. Gucken wir jetzt noch ein paar Regeln für das Skalarprodukt an. Die meisten Regeln sind direkt aus der Definition sofort einsichtig. Gucken wir mal das erste an. Die erste Regel hier ist, dass wenn ich einen Vektor mit sich selber multipliziere, dass dann das Quadrat der Länge des Vektors rauskommt. Auch das ganz einfach, kann man entweder aus dem Satz machen von eben. Wir wissen ja, dass a mal a nichts anderes ist als Länge von a
mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Der eingeschlossene Winkel, wenn es der gleiche Vektor ist, ist aber 0. Cosinus von 0 ist aber 1. Also das ist nichts anderes als mal 1. Das ist also Länge von a mal Länge von a, also Länge von a Quadrat. Ganz analog kann man auch über die direkte Definition gehen, wenn wir einen Vektor haben, wenn wir sagen a hat die Form a1 bis an, dann ist nach Definition a mal a ist a1 mal a1 plus a2 mal a2 plus und so weiter bis an mal an. Und das ist natürlich nichts anderes als a1 mal a1 ist a1 Quadrat plus bis an Quadrat. Und das ist nichts anderes als nach Definition, wenn Sie sich an die Definition des Betrags erinnern, Länge von a Quadrat. Zweite Eigenschaft ist die Kommutativität. Die sagt, dass das Skalarprodukt von a und b das gleiche ist wie das Skalarprodukt von b mal a. Und auch das ist wieder ganz einfach einzusehen. Ich mache das mal an einem Beispiel, würde aber auch im Allgemeinen gehen. 1, 2, 3, angenommen wir haben den Vektor, und multiplizieren den mit 4, 5 und 6. Dann ist die Definition, das ist nichts anderes als 1 mal 4 plus 2 mal 5 plus 3 mal 6. Jetzt wissen wir aber, dass Multiplikation selber kommutativ ist. Das heißt, 3 mal 6 ist nichts anderes als 6 mal 3. Das heißt, ich kann das Ganze auch anders aufschreiben. Ich kann sagen, okay, das ist 4 mal 1 plus 5 mal 2 plus 6 mal 3. Und das ist aber nichts anderes als 4, 5 und 6 mal 1, 2, 3. Das heißt, hier sieht man, dass die Kommutativität der Multiplikation hier der Stelle auf den reellen Zahlen, wenn ich zwei reelle Zahlen multipliziere miteinander, ist das kommutativ. Das erbt das Skalarprodukt einfach aufgrund der Definition gleich mit. Nächste Regel, ganz ähnlich. Auch da gucken wir einfach mal ein Beispiel an. Angenommen, ich habe 2 mal 1, 2, 3 mal 4, 5 und 6 und habe das so geklammert. Dann bestimme ich 2 mal, und jetzt das Skalarprodukt, das ist 1 mal 4 plus 2 mal 5 plus 3 mal 6. Jetzt kann ich das entsprechend in die Klammer ziehen. Das ist also 2 mal 1 mal 4 plus 2 mal 2 mal 5 plus 2 mal 3 mal 6. So, und im nächsten Schritt klammere ich das um, weil, also das in die Klammern ziehen, hier an der Stelle, von der Schritt von da nach da, ist das Distributivgesetz auf den reellen Zahlen. Und was ich jetzt mache, ist, ich mache einfach das Assoziativgesetz auf den reellen Zahlen. Das heißt, das Ganze kann ich klammern als 2 mal 1 mal 4 plus 2 mal 2 mal 5 plus 2 mal 3 mal 6. Und das ist nichts anderes als 2 mal 1, 2, 3, so geklammert, mal 4, 5 und 6. Und das ist das, was die dritte Eigenschaft aussagt. Vierte Eigenschaft ist das Distributivgesetz. Auch das erbt das Skalarprodukt einfach direkt von den reellen Zahlen. Gucken wir das einmal an. Angenommen, wir haben einen Vektor 1, 2, 3, unser Beispiel, und da addieren wir drauf 4, 5 und 6 und wollen das Ganze hinterher multiplizieren mit 7, 8, 9. Gut, wenn wir das ausrechnen, was kommt raus? Die Vektoren werden komponentenweise addiert, das ist also 1 plus 4, 2 plus 5, 3 plus 6 mal
7, 8, 9. Das ist Definition komponentenweise Addition. Jetzt führen wir Skalarprodukt aus. Das ist also 1 plus 4 mal 7 plus 2 plus 5 mal 8 plus 3 plus 6 mal 9. Das Ganze kann man jetzt nach Distributivgesetz entsprechend umschreiben und mit Kommutativgesetz auch gleich umordnen. Also wir fangen an, das ist ja 1 plus 4 mal 7, das ist also 1 mal 7. Und die 4 mal 7 schreibe ich mal in die nächste Zeile. Die kommt ja dazu, die müssen wir am Ende aufaddieren. Dann haben wir 2 mal 8, also plus 2 mal 8. Und kommutativ gesetzt, das heißt, gleichzeitig kommt raus 5 mal 8. Diese 5 mal 8 schreibe ich auch in die nächste Zeile. Wir werden auch gleich sehen, warum. Und der dritte ist, das ist 3 mal 9 plus 6 mal 9, also plus 3 mal 9. Hier unten plus 6 mal 9. Und jetzt habe ich schon so angeordnet, dass es schön passt. Das ist die erste Zeile, ist jetzt nichts anderes als das Skalarprodukt von 1, 2, 3 mit 7, 8, 9. Und die zweite Zeile, die ich da aufaddiere, ist das Skalarprodukt von 4, 5 und 6 mit dem gleichen Vektor 7, 8, 9. Und das ist genau die Aussage der vierten Regel. Kommen wir zum Schluss noch zu der Ungleichung, die hier steht. Also da steht, wir wissen ja, dass das Skalarprodukt von a und b, dass das nichts anderes ist als Länge von a mal Länge von b mal Cosinus des Winkels dazwischen. So, dieser Cosinus ist aber ein Wert zwischen minus 1, also der liegt im Intervall von minus 1 bis 1. Wenn das aber zwischen minus 1 und 1 liegt, dann muss das Skalarprodukt von a mal b irgendwie zwischen minus Länge von a mal Länge von b liegen und auf der anderen Seite zwischen plus Länge von a mal Länge von b. Weil Cosinus Alpha, der Winkel dazwischen, ist ja, kann nie größer als 1 sein, nie kleiner als minus 1. Das heißt, dieses Skalarprodukt liegt auf jeden Fall zwischen, im Extremfall, wenn Cosinus 1 minus 1 ist, dem Ausdruck minus Länge von a mal Länge von b. Und in dem anderen Fall, wenn Cosinus Alpha 1 ist, was der andere Maximalfall ist, dann ist es eben Länge von a mal Länge von b. Und das ist aber nichts anderes, als zu sagen, dass der Betrag davon, von a mal b, dass der kleiner gleich, jetzt machen wir es auf jeden Fall positiv, Länge von a mal Länge von b ist. Und das war schon die letzte Regel.